Hey, du blöder Scheißkopf, was ist mit dir los? Yo, wir sind wieder zurück, liebe Freunde, bei einer weiteren Folge von Let's Play GTA San Andreas. Und wir begeben uns jetzt in die Fahrschule, jawohl. Wir gehen back to school sozusagen und, naja, schauen einfach mal, was der gute CJ denn so kann in der Fahrschule. Ah, hier sind wir auch schon. Guck mal, Monster Truck. Da sind wir in der letzten Folge oder einer der letzten Folgen irgendwann wohl an einem Monster Truck vorbeigefahren. Bin ich immer sehr gespannt. Schönen guten Tag, junge Dame. Hatte ich mal gesagt, dass ich mit dir vögeln will, Alter? Was ist mit dir denn los? Back to school. Advanced Driving School. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Alles klar. Das hört sich doch schon mal nach einem grandiosen Spaß an. Ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Oder? Starten wir nicht los? Da müssen wir auf dem Fernseher wahrscheinlich beginnen, ne? Gehen wir nochmal rein. In die Fahrschule. Ach, hier. Stimmt, wir müssen noch einen Fernseher. Back to school. Erreiche 70% oder mehr, um zu bestehen. Start, Leertaste. Eintaste, genau. Wir gehen back to school. Kein Zertifikat. Der 360er. Halte W und S gedrückt, um zu beginnen. Ah, das ist so easy going. Das geht ja noch einigermaßen. Cooles Auto auf jeden Fall. Yeah! Geschafft. Weiter. Okay, weiter im Programm. Der 168er. Ach du Scheiße. Oh. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Brauchen wir wahrscheinlich die Handbremse für, ne? Okay, das war schon mal nichts. Das war schon mal ganz schlecht. Oh, nochmal. Ja. Müssen wir nochmal machen. Boah, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich weiß es nicht. Ja, das war fast gut. Nee, das war nicht gut. 57% nur. Na komm, das machen wir nochmal. Können wir nicht gleich beim zweiten Test schon verkacken. Das war gut, glaube ich. Ja, wir haben zwar fast gestanden, aber ich glaube, es war trotzdem in Ordnung. Ja, komm, 88% gebe ich mich mit vollkommen zufrieden. Kontrolliertes Schleudern. Okay. Welcher Kurs gegen den Uhrzeigersinn? Uhrzeigersinn. Keine Ahnung, ist mir echt egal. Oh, das war fast perfekt. Schade, 99% nur. Reifenplatzer. Das kriegen wir hin. Ja. Mach mal nochmal. Oh nein. Oh, schade. Wir hätten es beinahe gut gemacht. Oh, gleich noch so ein bisschen schräg anfahren. Komm schon. Ja, Mann. Was? Nach 50%? Ach, geht um die Endposition noch. Wir haben aber nur 5 Sekunden Zeit. Das war nicht viel. Oh, fuck. 80%. Na komm, einmal noch. Ach nee, reicht schon. Okay, 5 Runden Vollgas. Okay. Ist mir egal, hier rum. Okay, komm schon. Sehr gut. Runde 3. Nein, wir haben ein Hütchen umgefahren. Scheiße. Nein. Das hat so gut angefangen. Ärgerlich. Runde 4 von 5 wär's, okay. Nein! Oh, verdammt. Nochmal. Wie ärgerlich. Aber wann endet denn die erste Runde dann? Ich wenn man doch hier drüber fährt, oder? Und da geht's darum, clean Runden zu fahren. Das kann natürlich auch gut sein. Hm.
4 von 5. Jawohl, das sieht gut aus. Boah, da bin ich echt schlecht. Letzte Runde. Jetzt schön easy fahren. Oh, 75 nur. Schade. Aber ist okay. Ist okay. Okay, was haben wir als nächstes? Pylonen-Slalom. Das kriegen wir hin. Fahren wir gegen den Uhrzeigersinn. Wie rum muss ich denn fahren? So rum? Ach nee, falsch rum. Oh. Ach ja, stimmt. Gegen den Uhrzeigersinn, ne? Fuck. Scheiße, das war nicht gut. Oh Gott, wie schlecht. Nochmal. Oh, Alter. Leck mich doch. Nein. Oh, schon wieder 0%. Boah, Tobi, wie schlecht bist du? Oh, leck mich doch am Arsch. Wie sie es schon extra so gemacht haben, dass man hier schnell restarten kann, ne? Die kleinen Drecksäcke. Ja, 87. Perfekt. Perfekt, perfekt. Also überall, wo wir über 80 kommen, ist echt in Ordnung. Der 90er. Natürlich. Das werde ich ganz bestimmt hinbekommen. Ich glaube nicht. Nein. Boah, das werde ich nie im Leben hinbekommen, Alter. Ah. Nein, ich hab zu früh. Oh, Kacke. Nein. Zu weit. Komm schon. Oh Mann. Nein. Aber immerhin 41% dafür, dass wir es eigentlich voll verkackt haben. Boah, der war gut. Wow, super. Ich sag 88 ist vollkommen in Ordnung. Wheelie Slalom. What? OMG. Hey, das war gut. Nein. Halte den Wagen. Ich muss nochmal lesen gleich. Was? Muss man den Wagen bis nach da hinten halten? Halte den Wagen bis Ende der Strecke auf zwei Reifen. Wie soll das denn funktionieren? Doch! Ach, der Fass! Auch wenn man über das Ziel hinausfällt, kriegt man einen Abzug oder was? Ach, Penis. Nein, beinahe. Oh nein, das war so eng. Nee, weiter noch, oder? Reicht schon, okay. Die Schleuderwände. Ach, man darf da jetzt... Okay. Alles klar. Das kann ich eigentlich. Okay. Fahr rückwärts und dreh dich schnell um 180 Grad. Okay. Geschafft. Wie soll man denn bitte rückwärts... Wie soll man das... Man kann doch gar nicht so schnell rückwärts fahren. Geht aber gar nicht. Ah, fast. Okay, ich darf gar nicht bremsen, alles klar. Oh, 34. Ich frage mich nur gerade, wie man das schaffen soll, ohne die Pylonen umzufahren. Ah, so. Alter, 100. Ja, Mann. Nice. Abdrängmanöver. Okay, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Kein Problem. Abdrängmanöver ist immer easy. Hä, was? Ach, vielleicht sollte ich auch mal lesen, was da unten steht, Tobi. Nein! Pisser. Fuck.
wieder nicht gelesen, was da unten stand. 44. Warte, ich lese erstmal. Bring das andere Auto ins Schleudern, ohne dass du größeren Schaden nimmst. Fahre so nah wie möglich an dem anderen Auto durchs Ziel. Okay. Null. Verstehe ich nicht. Soll ich den nicht? Ich soll den doch. Oder soll ich ihn erst vorm Ziel quasi erwischen? Okay, ich soll den scheinbar ins Ziel rutschen lassen, oder was? 67. Okay. Hey, wir werden schlechter. Sehr gut. Müssen wir von der Seite vielleicht. 38. Hey. Ich verstehe den Sinn gerade nicht so wirklich. 69. Hat das gereicht? Oh, schade. 43. Sehr gut. 60. Ah. Bring das andere Auto ins Schleudern, ohne dass du größeren Schaden nimmst. Fahre so nah wie möglich an dem anderen Auto durchs Ziel. Ach so. Er soll hier noch schleudern? Nee. Ach so, jetzt habe ich es auch kapiert. Wir sollen quasi nah an ihm dranbleiben. Alles klar. Allee, hopp. Krieg ich hin. Krieg ich hin, easy. Gar kein Problem. Fast. Fast. Jetzt aber! Jawoll! Können wir das nochmal machen? Ich möchte das nochmal machen. Kann das so wohl besser sein? Besser gehen hier. Ja! Sag ich doch! Super. Okay, ja, wir können da jetzt raus. Ist okay. Eingabe verlassen. Okay. So. Vollstoff durch die City. Okay. Fahr auf die andere Seite der Stadt und wieder zurück, ohne den Wagen zu beschädigen. Ziele sind noch 20 Sekunden zu bleiben. Ach du Scheiße. Da halt mit so einer Karre, weißt du? Das könnte schwer werden, liebe Freunde. Das könnte schwer werden. Ach du Scheiße. Das schaffe ich doch nie im Leben, Alter. Kann man überhaupt in 120 Sekunden da noch hin und her fahren? Geht das? Weiß ich nicht. Nein, ich habe das Fahrzeug beschädigt. Aber es geht noch, es geht noch. War nur eine Lampe, alles gut. Es war nur eine Lampe, aber. Ach du Scheiße. War nur eine kleine Schramme, alles gut. Hä, muss ich da... Hast du falsch gemacht? Oh, toll, Alter. Ach so, scheiße. Ja, die Kiste mal ein bisschen fliegen lassen hier. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wieder zurück zur Fahrschule wahrscheinlich, ne? Ach, du Kacke. Okay, wir biegen mal hier rechts ab gleich. Wieder auf die Hauptstraße kommen. Also von der Zeit her wird es eng. Habe ich gerade irgendwie ernsthaft gezweifelt, dass das noch was wird. Und jetzt hier runter. Ja. Ja, wir könnten es schaffen. Okay, da vorne ist es. Super.
Alter, wir haben es, glaube ich, geschafft. 73%. Oh, wir haben es aber immerhin geschafft. Super, wir haben 2% Schaden genommen. Von der Zeit her war das aber echt knapp. Alter, wir haben es geschafft. Das war jetzt die Fahrschule? Pff, wie einfach. Ist ja wohl sowas von easy. Also, das hätte ich jetzt aber wirklich nicht gedacht, dass das so einfach ist. Echt. Okay, haben wir noch unseren Brennstoff-Dingens hier dabei? Nein, haben wir nicht. Hä? Was ist hier denn schon wieder los, ihr Deppen? Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht in der Birne, oder? Okay, ich würde sagen, ja, wir müssen jetzt zu Fuß zu unserer Werkstatt laufen da unten. Aber wir haben es geschafft. Sau geil, ey. Sau geil. Hey, Nutte. Cool, cool, cool. Die Fahrschule, muss ich sagen, war immer nice. Es gab bei GTA Online gab es ja jetzt eine Flugschule. Das war ja so ein bisschen abgekupfert von der Fahrschule damals hier aus San Andreas. Ich weiß nicht, ich glaube, hier gibt es aber auch eine Flugschule, ne? Ich weiß es nicht. Photo Opportunity. You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. Okay, fahr Caesar abholen. Alles klar, machen wir mal schnell. Ich kann eigentlich ungern unsere Karre hier nehmen, ne? Ne, die nehmen wir auch nicht. Haben wir hier ein schönes Auto? Ah, nee, warte mal. Alles gut. Alles gut. Da kommt ein Motorrad. Ei. Ah, du bist nicht umgefahren, du Pisser. Dafür krieg ich jetzt dein Motorrad. Piss dich. Arschloch. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Da müssen wir hin. Boah, das wird ganz schön krass, da jetzt durchs Straßennetzwerk zu kommen, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Da kriegen wir schon irgendwie gebacken. Moin. Alles gut, alles gut. Was ist hier los? Polizeikontrolle. Oh, hier wird geschossen, ich gehe. Das heißt am Ende noch, hey, sie, bleib sie stehen, sie sind schwarz. Ich muss gerade gucken, nicht, dass wir jetzt hier auch irgendwo runter müssen. Wir müssen nämlich auf diese Landstraße hier. Da kommen wir am einfachsten hin, wenn wir hier drüber auf die Straße gehen. Das heißt, wir fahren jetzt hier rechts. So. Und dann hier wieder rechts und da vorne dann hoch auf die Landstraße, weil da müssen wir nämlich hin. Wir wollen nämlich gar nicht auf die Autobahn. So rum, dann... Ups, so rum. Und dann mal auf geht's. Boah. Aber warte mal, wollen wir hier lang? Ich glaube nämlich nicht, oder? Doch. Nee. Blödsinn, wollen wir gar nicht. Wir fahren weiter geradeaus und erstmal bis zur Kreuzung weiter. Also erstmal hier runter. So, und hier wollen wir jetzt... Weiter geradeaus bis unter die Brücke. Huch. Ich hab hier Hub, wa? Sorry. Hui. So, und dann wollen wir... Ich glaube, da vorne unter dem Tunnel durch oder hier oben lang? Muss ich jetzt nochmal kurz checken, warte mal. Durch den Tunnel. Ja, durch den Tunnel wollen wir. So. Boah, hier die Wegfindung, ne, das ist... falsch gefahren, ne? Das müsste aber auch gehen. Ja, ja, doch, geht auch. Geht auch, alles gut. Boah, die Wegfindung hier ist echt krass. Du hast halt hier kein Navi. Du hast halt hier kein Navigationssystem unten auf dem Radar, ne? Das ist halt echt krass eigentlich. Da sieht man, wie verwöhnt man heutzutage ist von den ganzen Spielen. Letztens meinte noch jemand so zu mir, ja, Tobi, du musst einfach nur dahin fahren für den Punkt. Das ist total einfach. Ja, klar. Aber nein. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. So, bin ich richtig hier? Ne, wir müssen links rum. Hier lang. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann picken wir den Caesar ab und schauen wir mal, was der gute Mann so zu tun hat und was er so macht. Warum er auf uns wartet. Das interessiert mich auch wirklich sehr. Ne? In diesem Sinne, bis dahin und morgen 14 Uhr, ne, geht's weiter. Tschüss! Yeah.
situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me now.